Schnelligkeit, Ausdauer, Treffsicherheit und ein starkes Nervenkostüm. Das sind nur einige Eigenschaften, über die ein guter Tischtennisspieler verfügen muss. Und die gab es am ersten Wettkampftag zuhauf. Seit über 30 Jahren ist die Sportart Teil von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics und verlangt den Sportlern alles ab. Über 400 Schüler haben sich an diesem Mittwoch in drei verschiedenen Sporthallen in Berlin eingefunden, um auszumachen, welche Schule aus welchem Bundesland es dieses Jahr aufs Treppchen schafft und wer den Titel des Deutschen Meisters für sich beanspruchen kann. Und hier gab es schon die erste Neuerung im Gegensatz zu den Vorjahren bei JTFO und JTFP. Die angetretenen Sportler wurden auf drei verschiedene Hallen verteilt, anstatt wie gewohnt das Turnier im Horst Korber Sportzentrum auszutragen. Denn der gewohnte Austragungsort ist aktuell Unterkunft für mehrere hundert Flüchtlinge. Doch dies sollte den Turnierablauf nicht weiter stören. Am ersten Spieltag spielten sich die Schulen, je nach Jahrgang, an die Spitze der Vorrunde oder schon bis ins Viertelfinale. Wer sich am Ende einen Platz unter den besten 16 sicherte, konnte sich schon einmal auf den morgigen Tag vorbereiten. In alter JTFO-Tischtennismanier finden sowohl Halbfinale, Finale und auch die Siegerehrung wieder gemeinsam mit allen Jahrgängen und Wettkampfklassen statt. Nur diesmal in der Max-Schmeling-Halle. Doch bis dahin waren noch einige Bälle übers Netz zu bringen. Für Philipp Sandmann eine der leichtesten Übungen. Der 15-Jährige spielt seit 4 Jahren für den TSV Bargteheide in Schleswig-Holstein und konnte mit seiner Schule im letzten Jahr den 4. Platz im Turnier erreichen. Zwar konnten sich die Schleswig-Holsteiner gegen das Gymnasium Neutraubling aus Bayern durchsetzen, doch danach mussten sie gegen die Hessen. Und denen eilte schon ein gewisser Ruf voraus. Also wir denken, dass wir verlieren, weil Hessen letztes Mal die Weltmeister geschlagen hat. Und da können wir natürlich nicht mithalten. Und genauso kam es dann auch. Die Frankfurter, welche sich letztes Jahr in einem denkbar knappen 5:4 gegen Düsseldorf durchsetzen konnten, ließen Philipp Sandmann und seinen Kollegen keine Chance und sicherten sich somit erneut einen Platz im Halbfinale. Ebenfalls einen Platz unter den ersten 8 konnte sich Thüringen sichern. Laurenz Fehling, Schüler des Pierre-Coubertin-Gymnasiums in Erfurt, setzte sich in einem spannenden Einzel gegen seinen Kontrahenten aus Hannover durch und holte seiner Schule so einen wichtigen Punkt für die Qualifikation fürs Halbfinale. Wir kamen schon mit der Erwartung hierher, wenigstens unter die ersten 8 zu kommen. Das haben wir jetzt geschafft und alles Weitere, das werden wir jetzt sehen. Doch dem jungen Sportler reicht das noch längst nicht aus. Also dadurch, dass ich auch auf einer Sportschule bin, ist es halt schon sehr leistungsorientiert. Deswegen geht man hier auch mit einem gewissen Ehrgeiz auch schon ran. Morgen hat er dann die Chance aufs Treppchen. Dann eigentlich lieber im Doppel oder alleine vor der Platte? Ja, also ich spiele schon lieber Einzel, weil man sich da halt wirklich auf sich selber konzentrieren kann und halt nicht noch auf seinen Doppelpartner. Das ist halt schon einfacher. Wie viel Konzentration er dann tatsächlich aufbringen kann, wird sich zeigen. Wir werden auf jeden Fall dabei sein. Ihr seht es hier bei Hauptstadtsport TV.